Dinotastische Grüße, meine werten Freunde der grünen Natur, und willkommen zurück zu Ark Valguero. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wie immer an meiner Seite. Meine Partnerin im Chorum Aska86. Mein Engel, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Du läufst direkt zu dem bösen dahin. Dem bösen Kanu, den wir eigentlich zähmen wollten, obwohl er ein Alpha ist. Wir haben es probiert gehabt in der Aufnahmepause, es geht nicht, und ihr habt auch uns in die Kommentare geschrieben. Wussten wir echt nicht, dass das nicht geht. Vielen Dank für die Info, aber wir werden ihn killen, damit hier unsere provisorische Base nicht Gefahr läuft, von ihm zerrissen zu werden. Bist du noch da? Wo stehst du denn? Ich bin noch da, ich bin oben rechts. Hi. Ach, da oben, okay. Wollen wir dann einen gezielten Angriff starten? Ja, können wir versuchen. Ich mit meinem Kleinen und du mit deinem Großen. Dabei haben wir so sehr eine Hakrobeeren gefarmt. Mit Sammelfritz. Los geht's! Ah. Oh. Er haut ab. Er haut ab, komm her! Flüchte nicht vor den Vögeln! Oh nein! Oh. Aber Fussels Futtel ist gestorben. Das gibt's doch nicht. Aber so knapp, das war so knapp. Warum läuft meiner nicht mehr? Auch weil er jetzt überladen ist vom Fleisch. Wow, okay, cool. Ich kann jetzt mittlerweile auch bessere Armbrüste bauen. Sehe ich gerade, ich habe mir vorhin noch zwei gebastelt gehabt, weil ich dachte, okay, wir würden den heute zählen. Hey! Okay. Oh, einfach mal weggefluckt. der Klaus. Der Dieb, der. Gibt's da nicht. Brauchst du noch eine bessere Armbrust? Ich hab ganz viele jetzt. Dann kriegst du eine natürlich. Okay, oh, wie viel der dabei hatte. Oh, ich habe sogar einen grünen Bogen. Willst du lieber einen grünen Bogen oder normal? Okay. Der grünen Bogen willst du? Ich nehme auch gerne den Bogen. Ja, bitteschön. Aber erstmal. Bitteschön, s'il vous plaît. Und ich nehme natürlich die beste Armbrust. Die 112er. Cool. Und weißt du, was ich jetzt mache? Erzähl. Das ist gutes Fleisch, wa? Mach's gut, Fussel. Gibt's den Hunden. So, mal gucken, ob ich hier... oh, ich habe 9 Level gemacht mit Rabe 2. Ja, dann würde ich dir Sammelfritz anbieten für die Tour, damit wir jetzt erstmal weiter können. Und dann werden wir uns dann zur nächsten Folge, werden wir dir ein neues Reittier arrangieren. Vielleicht kommt ja das nächste coole Tier direkt um die Ecke. Ansonsten Nahkampfschaden ohne Ende. Kannst du wieder laufen? Er kann nicht laufen. Kannst du mir was abnehmen? Warte. Ja, warte schon gerade. Ich nehme dir mal das und das ab. Guck mal, ob du jetzt laufen kannst. Ja, langsam. Ich muss erstmal, wir müssen zu unserer Base, zu unserer Provisorischen. Kann er schneller laufen, wenn ich nicht dabei bin? Komm her. Rabe. Los, komm. It's time. Wir wollen weiter. So, ganz schnell das Fleisch wegbringen. Wir haben ein Lagerfeuer, ja. Ja, haben wir. Genau. Damit wir das Raw Meat, das gute Prime Meat machen können. Ja, wir schmeißen hier alles an und dann ziehen wir erstmal weiter. Wie gesagt, wir kommen irgendwann halt wieder zurück und dann gucken wir mal. Okay. Nehmen wir auch ein bisschen. Das ist doch Eisen, ne? Metall. Und dann gucken wir uns mal die Gegend an. Ach ja, ich war ja fleißig. Ich habe es ja zum Ende der letzten Folge habe ich es ja angefangen gehabt, hier uns einen flotten Ausgang zu basteln. Da ist er. War eine schöne Frickelei. Ist natürlich nicht super schön. Auch die Kante gefällt mir am allerwenigsten. Aber wir kommen jetzt hier raus. Falls der Kanu reingekommen wäre. Aber weißt du, was wir bekommen haben? Dafür, dass wir den Dings gekillt haben, den Alpha, einen Rex-Knochenhelmskin. Cool. Knochenhelmskin ist ja mega. Mega! Oh, ich habe auch ganz viele Level gemacht. Das ist übelst krass. Ich habe einen gemacht. Was hast du? Du hast dir einen gemacht? Ich habe nur einen gemacht, aber ich nicht gekillt habe. Wo ist denn, wie heißt denn das? Das heißt Jagdgewehr, das Gewehr, ne? Ja. Flinte, genau, stimmt. Flinte, das möchte ich auch gerne. Ich möchte gerne wieder eine Flinte haben. Ja. Okay. Aber die machen wir dann erst in der nächsten provisorischen Base. Wir haben ja erstmal. Ich packe hier in den Smithy, packe ich die Armbrüste, die wir nicht brauchen. Wie viele Armbrüste hast du denn jetzt gerade dabei? 2 plus den Bogen. Aber ist ja gut ausgestattet, ne? Ich nehme mir auch 2 mit. Die beiden stärksten, und die können wir hier einfach mal zurücklassen.
Die Sichel ist cool. Ich brauche nur zwei Spitzhacken. Und dann ist cool. Leder habe ich so. Guck mal. Warten. Umdrehen. Warte. Oh. Wie cool ist das denn bitte? Ich will auch sowas haben irgendwann mal. Sieht sehr cool aus. So, waren hier noch ein paar Eisenblöcke? Ist genug Holz in der Schmiede, in der Forge? Ja. Oh, wir haben da einen blauen Strahl hinten. Ich sehe schon. Wollen wir losziehen? Ja. Gibt wirklich genug Holz? Nicht, dass wir am Ende zurückkommen und dann irgendwann einmal? Naja, wir brauchen ja nicht das Holz, sondern also wir brauchen beides. Nee, ich will... Oh, warte, ich habe auch irgendwas Cooles. Alpha Carnotaurus Arm, Rohstoff. Diese Trophäe beweist, dass du zu Recht ein Jäger bist. Cool. Hast du auch den Helm, wa? Nee, ich habe einen Arm gekriegt. Einen Arm? Auch cool. Ja, einen Arm. Auch doch, tatsächlich. Ich habe den Helm bekommen. Cool, trage ich auch. Der ist echt cool, der hat was. Auf jeden Fall. Und, oh, ich habe eine Hose, die sehe ich jetzt erst. Eine Chitinhose. Geil. Ach, cool. 62. Lederhose hast du noch selber, ne? Ja, die Hose habe ich noch an, die Lederhose. Okay, dann packe ich mal die andere hier rein. Vielleicht brauche ich sie ja später einmal. Bettchen, steht hier ein Bettchen? Nee, das sollten wir mal hinbauen. Nein, das hat mir noch nicht. Das sollten wir mal hinbauen. Bevor wir hier endgültig abhauen. Holzfasern, Strom müssten wir eigentlich alles hier haben im Smithy. Holzfasern, Stroh, Herstellung. Kann ich jetzt nicht hier raus herstellen. Das finde ich immer doof eigentlich, dass man nicht einfach alle Ressourcen im Smithy, also auf der Werkbank, parken kann und dann. Naja. Ja, das stimmt allerdings. Das war mal ärgerlich. Dass man immer jetzt den Kram transferieren muss. Fasern. Wir haben nicht genug Fasern. Für ein Bett. Für ein Bett, wie viel? Wie viel brauchst du noch? Noch 6. Bitte in den Smithy. Hab ich. Bitte in den Smithy. Das wäre ganz nett. Praktisch. So. Da. Bitte schön. Oh cool, ich kann das Zelt bauen. Aber uns fehlt Seide für das Zelt. Oh, ich hab das in Rabe gepackt. Was ist denn Rabe? Rabe, du standest sehr ungünstig. Warte, jetzt pack ich sie aber rein. Das hat Rabe gar nichts mehr, ne? So, nee, Rabe habe ich jetzt wieder ausgeräumt. Rabe findet unterwegs sicherlich was zum Fressen. So, Bettchen. Simple Bed. Bettchen. Und das stellen wir, ja, das müssen wir hier raufstellen, leider. Ist ein bisschen voll jetzt, ne? Ist ein bisschen voll, aber wir nehmen das so als kleine Eckcouch hier. Können sie eigentlich hier so reinglitschen lassen. Das passt, sieht aber ganz okay aus noch, muss ich sagen. So eine kleine Liegefläche hier. Ist wie gesagt, ist wie so ein Bauwagen. Ein Bauwagen halt, mehr ist das hier nicht. Metall nehme ich ein paar mit, damit wir ein bisschen haben. Oh ja, das wäre super. Weil die brauchen ja nicht hier rumliegen. Machen wir Hälfte. Warte mal, ich packe meine wieder rein. Hol mir die Hälfte. Flupp. Du kannst ja die andere Hälfte nehmen. Dann steigst du auf Sammelfritz. Und ich nehme Rabe. Und dann können wir weiterziehen. Auch wenn es Nacht ist. Aber es sieht cool aus. Bumm. Ja, der blaue Strahl ist leider weg jetzt. Egal. Ach, wir finden einen anderen. Auf geht's. Ausdauer oder was soll Sammelfritz werden? Ja, Bewegungsgeschwindigkeit. Es ist glitchy, pass auf, da hoch zu klettern. Ich nehme. Soll Rocker hier bleiben? Ja, bitte. Ja, dann müssen wir ihn auch einen Trog bauen. Aber er hat noch genug Bären. Aber der. Naja. Toi, 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 der ne? Der wird so schnell verhungern. Stimmt. Vor allem in der Nacht. Mitten in der Nacht ziehen wir hier los. Ich würde einfach mal gerne weiter hier an der Küste, am Ufer entlang laufen. Okay. Und gucken, was da so kommt. So. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, es ist noch mit dem Hochfahren. Alles gut. Okay, komm so rum. Es ist tricky. Es hat sich aber irgendwie, ich habe es anders nicht hinbekommen. Und ich bin irgendwann noch wahnsinnig geworden. Ich wollte einfach hier einen Weg hoch haben. Mit Rabe komme ich hier hoch. Also man kommt runter, aber auch hoch. Man muss aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Und dann kommt man hier hoch. Tada! Tada! Egal, weiter geht's. Mal gucken, was die Welt noch so für uns übrig hat.
Welche Gefahren? Ja, eben welche Gefahren. Mal gucken, ab wann wir das Spiel wieder verteufeln werden. Hallo, wir brauchen Fleisch. Na toll. Was fehlt mir denn für meine Fackel? Feuerstein. Okay, so soll es sein. Hey, 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 warte mal. Warum wird er uns angreifen? Was wollen wir mit dem nicht? Ich hab den anderen Trizer erledigt gehabt. Das ist ein ganz schöner Killer, war für ein Para. Der Sammelfritz ist ein ganz schöner Killer. Ich habe jetzt 2000 Punkte Nahkampfschaden mit Rame. Toi, toi, toi. Vielleicht gehe ich jetzt als nächstes auf Energie, damit er auch den Kampf länger aushält. Okay. Wow. Was treibt denn sie an? Ich treibe sie alle an. Ah, Rabe, halt durch! Ah, nein, nein, nein! Wo ist Rabe? Ich sehe nichts! Wow, das ist ein Glitch, das ist der Glitch, den du gemeint hast. Oh Gott, ich sehe nichts! Kann ich... Habe ich noch Kontrolle? Nö. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, er kann noch fliegen. Er kann auch fliegen. Schön, dass er das auch mal... Das ist echt heftig, oder? Das ist ein mega krasser Bug. Willkommen bei Ark. Ich weiß nicht, wo ich gleich lande. Wow. So, einmal über die halbe Karte geschossen. Nein! Was war denn das jetzt? Ich liebe dieses Spiel. Also ganz ehrlich. Mann, Mann, Mann. Wow. Ein bisschen Leder nehme ich mir noch mit. Ja, gut, dann muss ich mich erstmal zurück zu dir, Fransen. Das ist echt, echt schade. Hm. Gib mir mal den Sattel, Rabe. Es tut mir so leid, Rabe. Na, wenn nicht, unterbrechen wir kurz die Aufnahme und holen uns erstmal wieder zwei andere Terrorbirds. Weil ohne möchte ich hier nicht durch die Gegend laufen. Ich glaube, das machen wir, oder? Ja, das machen wir. Das wäre ziemlich lame, wenn wir jetzt hier einfach, naja, durch die Gegend wieder sterben würden. Okay, wir sehen uns gleich wieder in 3, 2, also nicht gleich. Für uns werden wahrscheinlich wieder viele, viele Stunden, Tage, Wochen, Monate vergehen. Aber ihr seht uns gleich wieder in 3, 2, 1. So, und da sind wir schon wieder mit Rabe Nummer 3 und fuseliger Fusel. Hat ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber dafür können wir jetzt wieder beritten weitermachen. Wo sind wir überhaupt? Sind wir vor oder nach unserem Lager? Vor wieder, ne? Ne, nach. Okay, toi, toi, toi. Aber jetzt ist erstmal wieder Leveln angesagt. Wow, ja, das war aber leider nicht... irgendwie rückgängig zu machen. Ah! Nein! Beiß ihn! Das war leider ein ganz übler Bug. Nein! Para! Oh, da war doch, ich schalte den Para auf passiv. Ich schalte den Para auf, Wow, der hat nur noch 40 in Leib. Wow! Okay, dann stellen wir dich mal Folgeabstand mittel und du sollst auf jeden Fall verhalten. Du bist passiv. Passiv und fliehen, ne? Ich mach passiv und fliehen, wir gehen mal lieber auf Nummer sicher. Das ist unser Tragetierchen. Nee, wenn er flieht, dann haut er aber ab, dann findest du nicht mehr wieder. Sicher? Ja. Ich glaube, er geht dann einfach nur ein Stückchen weiter weg. Können wir den auch wieder hochpushen? Das ist mir mal passiert, deswegen. Die Energie, können wir ihn auch wieder pushen? Nee. Ja. Nee, bringt uns gerade mehr Joberni zu füttern. Okay, dann muss er sich regenerieren. Hat er dich gerade angegriffen? Nein, ich wollte ihn angreifen. Okay. Aber es haut zu weit ab. So, ich guck mal auf die Karte, wo wir gerade sind. Ja doch, sehr schön. Genau hier lang wollte ich auch. Damit wir ein bisschen Essen haben. Okay. Eben, wer weiß, wer uns unterwegs begegnet und wen wir unterwegs zähmen wollen. Aber wir wollen erstmal weiter, das ist ganz wichtig. Danke. Das ist Mittelsammelfritz. Ich habe gesagt mittlerer Abstand.
Ist Mittel tatsächlich. Ist okay. Ist okay. Okay. Aber guten sieht Abend, immer noch schön aus hier hinten. Alles cool, ne? Ja. So. Am besten irgendein Tier, was ich nicht so richtig wehren kann. Fürs Leveln. Der Bronto kann sich wehren. Der kann sich richtig wehren, ne? Ich war letztes Mal richtig erstaunt. Wird er uns auf den Sack gegeben? Da, das Wildschwein. Das Hakuna Matata, Wackel. Mein Freund. Hakuna Matata. Hakuna Klatschbata. Geht doch. Sehr schön. Der gute Rabe. Aber er darf auch nicht, nicht jetzt zu voll laufen, weil er ist noch sehr, sehr, sehr schwach. Wobei. Oh, ist so schön hier. Ist eine schöne Gegend, ne? Ja. Sacker Arc ist generell ein sehr schönes Spiel. Das war es eigentlich schon immer. Bevor, selbst bevor es mit der Unreal Engine 4 realisiert wurde. Hey! Die kann ich gar nicht haben. Wollen wir mal probieren hier die den. Kleinen Scheiße. Der hat nur Level 7. Okay, die kriegen wir auch weg. Wir müssen halt leveln, ganz wichtig. Mehr Gewicht. Oh, ja. Mehr Gewicht und mehr Beißkraft für uns alle. Das stimmt. Und Beine mal am Mob. Ich habe mir das extra auf K gelegt. Aber ich weiß halt immer noch nicht, wie ich die Zähmungsgruppe, für die ich pfeifen kann, ändern kann. Das wäre ganz praktisch. Ja. So, mehr beißen, mehr Gewicht, mehr beißen, mehr Gewicht. Nom, 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 nom. Wir snacken uns ja einfach mal durch die Urzeitwelt. Was hat denn der Brutto für ein Level? Weiß ich nicht. Aber der ist riesig. 28. Den kann man noch eine Plattform auf den Rücken setzen, oder? Ja. Oder ja? Das machen wir irgendwann mal. Wir werden ja, sehr nomadisch spielen. Haben wir uns zumindest vorgenommen. Und da braucht man natürlich eine mobile Basis. Einfach mal alles drauffressen. Das ist ganz praktisch hier oben. Auf dieser Hochebene. Ja, du brauchst ja alle abhauen, du. Einfach mal alles wegsnacken. Snack, Mac, Snack. Schnick, Schnuck. Hier rüber! Auf sie mit Gebrüll! Ja, man, wir kriegen den. Oh, da ist schon wieder ein Tech-Fahrer. Oh. Den lass mal leben. Ja, den müssen wir leben lassen. Geht doch. Wunderbar. Wir haben selber was gekillt. Welche Pfeile habe ich dafür benutzt? Die richtigen? Bitte. Ja, sind die richtigen, ne? Welches Level? Weiß ich nicht. Mein Freund, welches Level hast du? 1 Million. 16. Naja, aber er ist halt ein Tech-Fahrer, ne? Du hast ihn schon, ne? Ich hab doch schon die Bola gerade gehört. Ich hab doch gerade die Bola schon gehört. Echt? Ja. Also ich hab gerade eine Bola gehört. Oh. Killer! Niemals! Wo kann ich... Ich kann weder Büsche mit meinem Raben farmen, noch wirklich was aus den abgeschlagenen Bäumen rausholen. Ja, ich krieg gar nichts, ich krieg nothing. Aber wir müssen vorsichtig sein, ich glaube, da vorne sind die Kalkklippen. Weißt du, was es da gibt? Den, jetzt sage ich den Namen hundertprozentig falsch, aber wenn ich ihn ausgesprochen habe, weißt du hundertprozentig, welchen Dino ich meine. Den Dionykos. Ja, Dionysios oder sowas, ganz komisch. Ja, der mit dem griechischen Namen. Ding? Richtig. Ist das der schon? Da drüben bei den Kalkklippen.
müsste das sein. Aber das Schöne ist, du hast hier relativ zentral diese Gewässer. Man wäre jetzt ziemlich gut mit dem Boot unterwegs oder mit einem Floß. Okay, könnte man sich vielleicht noch irgendwie eine Zwischenbasis bauen? Hey, zumindest so ein Bettchen oder sowas? Hier oben? Ja, irgendwie so in der sichersten Ecke. In der Hoffnung, dass er nicht gleich alles wieder angreifen will. Hier ist es sogar relativ ruhig. So, Terrorbot hat wieder ein Level gemacht. Gewicht, mein Freund, Gewicht. Und snacken. Ja, ich würde es wie gesagt gerne ein bisschen weiter am Wasser bauen. Wobei, wir können ja auch Brunnen hier bauen. Stimmt, wir haben ja von Scorched Earth haben wir ja die Engramme hier drin, in Valguero, ganz Vanilla. Und ja. Da gibt's dann einen Brunnen. Vielleicht kann man den auch hier irgendwo hinbauen, aber vorsichtig, hier in dem Tal, da lautet bestimmt die Gefahr. Die üble Gefahr. Oh, hier haben wir sogar ein bisschen Metall, nicht schlecht. Wie kriegen wir das hier hoch? Wie würde man das hier hochkriegen? Mit einem Fahrstuhl vielleicht. Oder einem sehr, sehr agilen Tierchen. Sehr, sehr mutig von dir. Oh, Level 40. Hey, weiß nicht mein Para. Ich weiß dir selber. Echt mal. Schön, 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 schön. Noch mehr Gewicht bitte. Aber das bringt fast gar nichts bei dem Terrorbird. Hier fast hinten. Gar nichts. Ja, was ist denn da hinten? Hier willst du eine Base haben? Ja, boah, sieht echt so eine kleine aus. Provisorische Hab. Oh, da ist er ja schon. Blue! Ach Mensch, der gute Blue. Lange nicht mehr gesehen. Sanfte Grüße. Was nehme ich denn jetzt als nächstes? Vor allem, da kam was ganz Lustiges. Warten. Warte, mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Oh, cool. Wie hast du denn das gemacht? Geschützmodus kann der machen. Geschütz? Automatisches Erschrecken im Tourette-Mode steht hier sogar. Was? Er hat eine Gisela, ja. Eine ganz eigene Gisela. Gisela? Hallo, Gisela. Bist du es? Ja, das ist super. Dann, dann machen wir hier ein kleines Bettchen, so eine kleine Mini-Holzhütte. Holzhütte haben wir hier noch nicht gebaut. Ich klicke mich mal hier ein bisschen durch die Engramme. Stimulantien! Cool. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Holzkäfig, Holzschild. Ach ja, das habe ich gerne früher mal getragen. Einfach, damit man was in der Hand hat. Mattklau. Nee, die Mattklau-Sachen braucht man nicht lernen. Die sind gemoddet. Schließlich gibt es hier ja Vanilla-Knicklichter. Ach man. Ich und meine Knicklichter. Oh, so viele Holzsachen. Patchy-Sattel. Alle coole. Finde ich auch. Finde ich sehr cool. So, dann wollen wir mal den Grundstein legen, würde ich sagen. Ja, ich brauche aber Holz dann, ne? Ja. Dann bring mal schön Holz und pack mir das in den guten Sammelfritz. Dann bleibt hier, meine Freunde. Aber ich glaube, ein bisschen hat er noch, ne? Nein, doch 400. Ach, gerade mal. Nur 400. Gib mir mal dein Holz, gib mir mal das. Wie krass. Und ich brauche natürlich dann auch Fasern. Einmal eine kurze Frage, ich bin hier, Schatz. Ich bin hier. Wie viel Nahkampfschaden hat ein Sammelfritz? Sammelfritz? Ja. Sammelfritz hat 377%. Sehr schön. Warum? Nee, frag doch mal, bei er hier hat 470, also sie sind sehr nah, das ist schön. Das fand ich super, dann nehmen die sich nicht viel, die Paras. du musst gleich mal wieder gleich vergleichen, ne? Kann meiner auch so viel wie der? Naja, ob meiner auch so viel kann wie deiner, ja. Na gut. Aber deiner sieht cooler aus. Ist ja aber unserer. Na gut, Deal. Dino. So, das sollte erstmal genug sein. Wobei, das kann ich ja eher in der Third Person machen. Sieht auch cooler aus.
Hüpp. So. So, da in der Ecke wolltest du dein Häuschen haben. Ja, aber es wird aber schwierig, dann da in den Tunnel zu kommen. Aber da könnte man ja auch runter dann mit dem Paar. Hier gibt es bestimmt irgendwo noch einen Weg nach oben. Ja, den man so wieder nehmen kann. Ja. Ein Klippenhäuschen. Kommt sofort. 2x2 sollte erstmal reichen, oder? Aber natürlich. 2x2. Das ist schon größer als unsere letzte provisorische Basis. Wir mögen minimalistischen Stil. Ja, aber auch ohne Türen, einfach nur so die Türrahmen, damit man rein und raus flitzen kann, oder? Ja. Das bedeutet 2x2 sind 2, 4, 6, 8 Stücken. Ich kann nur 3 herstellen. Warum nur 3? Was fehlt mir denn? Holz! Holz brauche ich! In Sammelfritz, bitte. Holz in Sammelfritz. Ja? Das wäre ganz nett. Ecke, kurz Holz sammeln. Dankeschön. Ihr steht echt ungünstig, Freunde. Ah, er ist überladen. Kommt hier lang. Hier hin, bitte. Hier hin. Hallo. Okay, ja, das hat man uns auch immer wieder bei Extinction und auch bei Aberration gesagt. Die ganzen Profis setzt diese Pfeilkommandos, diese Pfeifkommandos auf Schnellwahltasten. Und das macht so viel Sinn. Aber man muss erstmal selber dahinter kommen. Man kann Weisheit nicht vermitteln. Das geht nicht. Das geht leider nicht. Weisheit kann man nicht vermitteln. Man muss sie selber, sich selber offenbaren. Hast du mir schon Holz reingepackt in Sammelfritz? Ja, kommt noch eine Ladung. Cool. So. Da, nochmal 125 Holz nachgeliefert. Sehr gut, sehr gut. Da hinten ist ein Megalocerus. Megalocerus? Faultier? Oder ja. Meinst du jetzt den Elch? Das ich kann die immer nicht auseinanderhalten. Elk. Una Elk. Na gut, meine werten Freunde der grünen Natur, der dinotastischen Urzeitunterhaltung. Wir werden jetzt hier in der Aufnahmepause das Haus zu Ende bauen, zeigen euch das Endexemplar. Dann zum Anfang der nächsten Folge und dann geht's weiter hier mit unserer nomadischen Tour durch Valguero. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Lasst uns einen Daumen nach oben da und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Der Leo und die Asgard. Ciao. Tschüss.